Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Der alte Zaren hindern, selbstständig zu denken. Die uns im Moment hier aus Nein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Getroffen. Was macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit ihnen verhandeln wollen? Der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Schicken Sie ihn rein. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Ja, nicht zu denken. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar. Die Anschläge haben einen Bereich getroffen, etwa in Höhe der 80. Etage des World Trade Center. Dass die Ratten von Paris sich an ihnen masten! Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Beide sind natürlich um diese Uhrzeit, das ist jetzt kurz nach 9 Uhr. Beide sind natürlich schon stark besetzt mit Büroverkehr. Selbstverständlich würde ich den sehen. Einmal angucken. Danke. Dann bringen Sie sie mehr! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahlsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Und ganz wenig Verkehr. Ich weiß von unseren Mitarbeitern, dass sie sich bereits Gedanken Steiner, machen, wo sie heute Nacht übernachten können, für den Fall, dass sie New York nicht mehr verlassen Steiner können. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das beherrschende Gefühl ist... Das war ein Befehl! Natürlich auch Angst, der Angriff Steiners war ein Befehl! Der Turm zusammen. Wer schickt sie? Der nördliche Turm des World Trade. Sie können aber nicht, das ist doch das Schmalz des deutschen Volkes! Menschen im Hintergrund gehört, sie ist ohne Ehre! Die geschrien haben, oh mein Gott. Und sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält! Eines Gebäudes, tausende von Menschen, die in diesem Gebäude waren, sind sie rechtzeitig evakuiert worden? Widerstand! Ich bin weggelenkt! Ich halte gut daran getan! Und darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass in diesen großen Hochhäusern die Aufzüge natürlich ihre Motoren oben im Gebäude haben und wenn dann oben im Gebäude in irgendeiner Weise eine Explosion sich ereignet, dann ist der Aufzug extrem schwierig noch allein auf mich gestellt! Es gibt natürlich Fluchtwege, es gibt natürlich Treppen, die nach unten führen, aber... Es dauert viele, viele Stunden, bis so ein Gebäude in diesen beiden Gebäuden sind über 50.000. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volk! Aber all diese Verräter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Wir haben eben gerade ja auch die Bilder gesehen, Sie konnten das hier natürlich nicht erkennen in New York, aber wir haben die Bilder gezeigt vom Einsturz des ersten Turmes, von Kameraleuten, die am Fuße des ersten Turmes standen und dann auf einmal, als er zusammenstürzte, natürlich versucht haben, aus dem Einsturzgebiet herauszulaufen. Also natürlich bricht da am Boden noch einmal die Panik aus. Sie sehen hier die Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen. Das ist der Einsturz des zweiten Turmes. Pardon, des ersten Turms. Hier sehen Sie den rechten Turm offensichtlich noch stehen vom World Trade Center. Das ist der Einsturz des ersten Turmes vor etwa einer guten halben Stunde, vor knapp 45 Minuten. Und vor wenigen Minuten ist dann auch der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammengefallen.
Ich denke, dass wir diese Bilder auch in wenigen Minuten noch einmal zeigen können. Tun Sie, was Sie wollen. Dass es sich hier um eine, glaube ich, Katastrophe gehandelt hat, auch. Bringen Sie mir Fegelein! 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 In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist.